Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu PCast Battlespot mit der letzten Episode von Let's Have Fun in the Battlespot, wo ich sagen muss, dieser Auftritt in diesem Kampf gehört wahrscheinlich alleine Klaue. Weil dieses Glurak damit bewiesen hat, dass es einfach mal auf sämtliche legendäre Pokémon spuckt. Das meine ich ernst. Und zwar bringe ich bei diesem Kampf mit Urs. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wer Urs ist. Urs ist einfach Urs, weil Urs einfach so ursig ist. Meeresfunken ist auch wieder mit dabei. Dann Klaue, das auch wirklich auf jedes legendäre Pokémon spuckt. Mein Gegner bringt mit, wie kann es anderes sein, Mega Rayquaza, Proto Kyogre und Heatran. Aber wir werden sehen, wie Klaue auf sie spuckt. Jetzt muss man die Nase jucken, das ist so klar. Immer bei Aufnahmen juckt man die Nase. Und hier könnt ihr sehen, mein shiny männliches Blubella Urs. Ja, gegen alle Vorbehalte, ich bin männlich und shiny. Und dieses Rayquaza ist total scheiße, weil irgendwie... Ganz ehrlich, warum? Warum zur Hölle mit Fliegen? Jede andere scheiß Flugattacke, aber es muss Fliegen sein. Und natürlich gibt mein Taumeldance daneben, was mir gar nicht gefällt. Weil ich muss doch frohe Kunde verbreiten. Überlebe dank meinem Sash. Und ja, Taumeldance. Hui, Let's Dance. Oh nein, es ist Urs, nicht Let's Dance. Und es kommt durch und dann kommt der Topo-Tempo. Und ich so, ich hasse dieses Vieh. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch interessieren würde, wenn ich auch mal die Episoden Zahlen machen würde. Pika spielt unfair. Let's Ubertime. Könnte ich mich aber leider wirklich nicht so vielen Folgen oder sowas durchreißen. Für Battlespot. Ehrlich nicht, glaube ich, ein oder zwei. Und dann ist bei mir eh aus, weil es ist einfach so langweilig. Ganz besonders, wenn ich mit dem Rayquaza reinkommen würde, was ich habe, was einfach nur Badass. Also das ist ein richtiges Competitive Rayquaza und dagegen werden diese komischen ganzen Rayquazas, die da rumflutschen, gar nichts. Aber ich verwende es auch nicht, weil, wie gesagt, dieses Uber-Gebattle, das... Ich habe es früher mal in der vierten Generation gemacht, ja, da habe ich ein bisschen Uber, da werde ich jetzt von Zenitstürmer zerstört, ein bisschen Uber-Dings gemacht, aber irgendwie... Spaß hat es wirklich nicht gemacht. Mal, ich werde Zenitstürmer krettet. Das Zeug kriegt ja noch durch BS2 noch Boost, weil es, glaube ich, eine physische Attacke war. Und ja, und jetzt, meine Freunde. Ich sag's schon wieder. Besser, ich drücke mich aus, Freunde des Pokémon-Tums. Kommt die Zeit, in der ihr sehen werdet, wie mein Klaue einfach auf Legende spuckt. Kommt mit euren scheiß fucking Legenden. Das ist Klaue sowas von egal. Erstmal dachte ich, ich bin wahrscheinlich Mega Glurak Y. Bin ich nicht. Die Sonne brauche ich nicht. Das Einzige, was ich brauche, sind meine Klauen. Und die setze ich auch ein. Erstmal schön fett über die Hälfte. Dann bin ich natürlich schneller. Kyogre ist fucking langsam. Und ja, da wäre das erste Vieh weg. Und dann kam Heatran und ich dachte mir so, oh Gott, wie soll sie da durchkommen? Denn mein Moveset besteht aus Drachenklaue, Flügelschlag, was ich immer noch zu ERS ändern will, irgendwann mal, wenn ich daran denke. Der Metallklaue und dem Flammenblitz. Bleibt nicht mehr so viel Platz für ein Erdbeben. Hier kriege ich erstmal einen Verteidigungsdrop. Alter, meine Nase, das ist furchtbar. Und ja, hier kommt der Crit und ich so, ja, Gott sei Dank. Und er kommt zu meinem Flammensturm. Ich weiß jetzt nicht, was das soll, weil... Theoretisch sollte man ja wissen, dass man Feuerpokémon nicht anbrennen kann. Und da ich es von Drache und Feuer her saumäßig Resistenz habe. So. Ach, das ist Deutsch. Bringt's eigentlich gar nichts. Der Knirscher kann er von mir aus machen, ist mir egal. Zweites Pokémon.
aufgeschlitzt. Und ja, wie gesagt, Klaue hat einfach nur auf ihn gespuckt. Disrespect. Und das werdet ihr nämlich sehen, nämlich jetzt kommt so der richtig fette Disrespect. Beendet mit einem Crit. Disrespect, ich spuck auf dich. Immer schön nachtreten, Klaue, so ist richtig. Ja. Und das war's jetzt auch mit der Episodenrubrik Let's Have Fun in the Battle Spot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen, wie soll ich sagen, hexlastisches Battling zu haben. Ich habe sowas eigentlich ziemlich gern, außer es ist gegen mich, dann mag ich es überhaupt nicht. Aber es macht trotzdem Spaß, irgendwie Leute so ein bisschen zu trollen. Trollen, trollen, trollen. Und wir sehen uns dann wieder in anderen Battlechens wieder, wenn ich mal wieder Teams gebaut habe. Und wie gesagt, dann werde ich auch mal wahrscheinlich über Twitchy-Vogel suchen. Twitchy-Vogel, Twitch machen. Und ihr könnt euch echt gerne melden, weil ich jetzt auch mal langsam wirklich 6 vs. 6 Kämpfe machen möchte. Und ja, das geht in Battlespot leider ein bisschen schwierig. Von daher, wir sehen uns beim nächsten Kampf wieder. Und bevor ich vergesse, natürlich Twitter kriegt ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann folgen auf Linke und so ein Shit. Linke wird euch Linke zeigen, genau. Bis dahin, tschüss!